Liebe Geschwister, wir alle wünschen uns Wachstum. Jedes Lebewesen strebt nach Wachstum. Und dazu bedarf es zweierlei. Zum einen die richtige Haltung und zum anderen, dass man die äußeren Umstände organisiert. Allah Ta'ala sagt in der 41. Sure, im 39. Vers, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und zu Allahs Zeichen gehört, dass du die Erde demütig siehst. Und wir sind erschaffen aus Erde. Du siehst die Erde demütig und dann sendet Allah Ta'ala Wasser auf sie herab und du siehst hervorsprießen. Du siehst, dass sie wieder lebendig wird. Du siehst den Wachstum aus der Erde heraus. Sie regt sich und schwillt. Gewiss, derjenige, der sie, die Erde, wiederbelebt, der wird auch gewiss die Toten lebendig machen. Gewiss, er, Allah, hat zu allem die Macht. Was war also vor dem Wachstum? Allah Ta'ala sprach davon, dass die Erde demütig gewesen ist. Das ist die innere Haltung. Und wir sind aus nichts als Erde erschaffen worden. Und dann gibt es noch die äußeren Umstände. Dann bedarf es des, der Wässerung, der Bewässerung etc. Und vor uns, liebe Geschwister, liegt ein segensreicher Monat. Oft heißt es, dass er als Gast zu uns kommt. Ich sehe das anders, ich sehe es genau umgekehrt. In Wirklichkeit ist dieser Monat, und Allah weiß es am besten, ein Gastgeber. Und wir hoffen, die Gäste von Allah Ta'ala in diesem Monat sein zu dürfen, so wie Allah Ta'ala die Pilger zu seinem Haus auch als, die Gäste, auch als seine Gäste bezeichnet hat, über die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Pilger Duyufullah sind, die Gäste Allahs. So mögen wir inshallah die Gäste Allahs in diesem geheiligten, von Allah Ta'ala geheiligten Monat sein. Allahumma amin. Und dazu brauchen wir, um aus diesem Monat das meiste herauszuziehen, eine demütige Haltung. Das ist kein Spaßevent, der Ramadan. Auch wenn wir uns auf ihn freuen. Sondern es ist eine Auszeit, ein Ausnahmezustand vom gesamten Jahr. Auf das wir gewisse Ziele erreichen. Ziele, die Allah Ta'ala bereits im Koran definiert hat, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits vorgegeben hat. Aber auch jeder Einzelne von uns hat individuelle Ziele. Und der Prophet sprach davon sallallahu alaihi wasallam, dass dem Fastenden ein erfülltes Bittgebet zusteht. Ein erfülltes Bittgebet. Und wir alle wollen Wachstum, liebe Geschwister. Wir alle wollen vorankommen. Wir alle wollen von den großen Sünden Abstand nehmen. Wir alle wollen die kleinen Sünden loswerden. Wir alle wollen zu großen Taten befähigt sein. Ein jeder Einzelne von uns hat besondere Ziele. Gerade in diesen Reihen, wo viele so jung noch sind und es noch vor sich haben, ihren Beruf zu finden und dazu erstmal Schule und Studium oder Ausbildung abschließen müssen. Und dann darauf aufbauend die Familiengründung. Wir haben Großes vor. Und in 5 bis 10 Jahren sind in den Moscheen hier in Frankfurt, deutschlandweit, sind die Vorstände komplett ausgetauscht. Die Verantwortungsträger komplett ausgetauscht. Neuer Wind wird wehen. Neuer Wind weht bereits. Aber dazu müssen wir uns vorbereiten. Dazu müssen wir wachsen.
Und dafür hat Allah Ta'ala uns einen besonderen Monat geschenkt. Und dies ist der Monat des Fastens, der Monat des Korans. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass es manchen Fastenden gibt, der von seinem Fasten nichts hat, außer Hunger und Durst. Er fastete, aber warum dann diese abfälligen Worte? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und sie sind abfällig im Rahmen der Wahrheit. Sie sind gerecht an ihrer richtigen Position, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich von der schlechten Rede und von der schlechten Tat nicht zurückhält, von dem verlangt Allah Ta'ala auch nicht, dass er sich vom Essen und vom Trinken zurückhält. Daraus lernen wir, dass der Monat Ramadan im Speziellen von uns die Charakterbildung fordert. Von uns fordert, dass wir rechtschaffener werden, dass wir von unseren Sünden lassen, dass man einen Vorher-Nachher-Effekt sieht. Jeder unserer Nachbarn, unserer Klassenkameraden, unserer Studienkollegen, unserer Vereinskollegen, ein jeder unserer Mitmenschen sollte spüren, ah, der kommt gerade aus dem Ramadan. So wie wenn jemand in den Süden gereist ist und um Stufen brauner wurde, ah, der war im Urlaub, irgendwo war der. In Deutschland wird man nicht so braun. So sollten die Menschen spüren, ah, war gerade Ramadan. Natürlich hat er damit aufgehört, natürlich ist er jetzt höflicher geworden, natürlich ist er jetzt erfolgreicher geworden, natürlich kommt er mit neuer Motivation auf die Arbeit. Warum? Weil wir 30 Tage, einen ganzen Monat unseren Charakter aufgebaut haben. Und nicht nur hungerten und nicht nur dursten. Nicht nur Durst gehabt hatten. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass es so manchen Betenden gibt, der nachts betet und nichts von diesem Gebet hat, außer Schlaflosigkeit. Das heißt, diesen Monat gehen wir nicht einfach so an und sagen, ja, das wird sich schon ergeben, wir fasten und dann automatisch werden wir irgendwie bessere Menschen. Es kann sein, dass wir so rausgehen aus dem Ramadan, wie wir reingekommen sind. Weil der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl dieser Monat uns eigentlich zu viel Höherem erziehen sollte. Und auch alle Umstände dazu bereitgehalten hat. Weil das gesamte Universum, liebe Geschwister, das gesamte Universum ändert sich in diesem Monat. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und diese Hadithe kennen wir alle, dass die Shayatin in Ketten gelegt sind und dass die Tore des Paradieses weit geöffnet sind und die Tore zur Hölle alle verschlossen sind und dass der Geruch des Fastenden bei Allah beliebter ist als der Geruch von Moschus und dass die guten Taten leichter fallen und die Reue auch einem leichter fällt, aufgrund der Gnadenerweise von Allah Ta'ala. Und wir wissen, dass das Fasten zum Paradies führt und von der Hölle entfernt. Und wir wissen, dass der Fastende zwei große Freuden hat. Die eine Freude auf sein Fasten brechen und die andere, wenn er Allah Ta'ala am Tag des Gerichts begegnet. Und wir wissen, dass für die Fastenden eine Belohnung gegeben wird, die nur Allah Ta'ala kennt. Denn Allah Ta'ala wird ohne Berechnung dem Fastenden seinen Lohn geben. Ein Überraschungsgeschenk. Das heißt, das gesamte Universum, liebe Geschwister, wird von Allah Ta'ala geändert in diesem Monat. Wofür? Dafür, dass wir mehr von diesem Monat haben, außer Hunger und Durst. Und von den Gebeten mehr haben, außer Schlaflosigkeit. Und umgekehrt, liebe Geschwister, für diejenigen unter uns, die jünger sind, die noch nicht fasten müssen oder können, für diejenigen, die bereits älter sind
und das Fasten nicht mehr vermögen. Für diejenigen, die chronisch krank sind, die vom vertrauenswürdigen und kompetentem Arzt eine Diagnose bekommen haben, ja, du musst trinken und essen, du musst diese und jene Medikamente während der Tageszeit essen. Ja, wenn der vertrauenswürdig und kompetent ist, dieser Arzt, khalas, man vermag nicht zu fasten, wie Allah Ta'ala im Koran dargelegt hat. Wer krank ist oder auf Reisen, ja, der holt nach, und derjenige, der eben nicht nachholen kann, nach Vermögen, speist er einen Bedürftigen. Auch diejenigen, liebe Geschwister, oder die schwangere Schwester oder die stillende Schwester, und wir haben auch ausführlich dargelegt, derjenige, der aufgrund seiner Lebenssituation arbeiten muss und diese Arbeit nicht durchführen kann, außer er bricht sein Fasten, dass auch für ihn die Möglichkeit besteht, sein Fasten zu brechen und dies baldig nachzuholen hat oder bis zum nächsten Ramadan nachzuholen hat. Ist euch bekannt, wir haben eine 40-seitige Fatwa im Arabischen übersetzt und gekürzt und haben festgestellt, das ist das, was die vier Rechtsschulen sagen. Es ist kein neuer Ijtihad in dem Sinne, sondern klar in den Urquellen des Islam ersichtlich. Das heißt, diejenigen, die nicht fasten, um es auf den Punkt zu bringen, diejenigen, die nicht fasten, sie machen trotzdem Ramadan. Ramadan auf der einen Seite muss nicht bedeuten, dass man unbedingt fastet. Aber alle, diejenigen, die fasten, wie auch diejenigen, die nicht fasten, alle begehen Ramadan. Alle Muslime. Aber nicht alle, die Ramadan begehen, vermögen zu fasten. Was will dieser Monat von uns? Dass wir Allah Ta'ala näher kommen. La'allakum tattaqun. Deswegen ist das Fasten uns vorgeschrieben worden. La'allakum tashkurun. Auf dass ihr dankbar sein möget, auf dass ihr dankbar werden möget. Das heißt, dieser Monat ist ein besonderer Monat, der uns Erziehung gibt. Wir alle kennen die Geschichte von dem schlimmen Menschen, der 99 Menschen getötet hat. Die kennen wir alle. Und wenn der Imam in der Freitagspredigt anfängt, es gab einen Mann, der 99 Männer getötet hat, dann in dem Moment schalten alle ab. Und sagen, okay, ich kenne das schon. Was war die Lektion? Zwei Hauptlektionen. Die eine, da wo Reue ist, vergibt Allah. Und was war die zweite Lektion gewesen? Ibn Hajar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er hat davon gesprochen, dass wir aus dieser Geschichte lernen, dass es für denjenigen, der bereut, eine Verpflichtung ist, seine Umstände, in denen er sich gefangen gesehen hat, das, was er an Gewohnheiten hatte, zu verlassen und zu ändern. Deswegen sagte ihm der Gelehrte, ja, deine Reue ist angenommen. Bis dahin hat er 100 Menschen schon getötet gehabt, weil der andere ihm eine falsche Antwort gegeben hatte. Ja, deine Reue ist bei Allah angenommen, aber verlasse das Volk, mit dem du zu tun hattest. Und der Monat Ramadan ist was? Ist eine andere Welt, andere Umstände. Weil der Mensch an seinem Trieb gepackt wird, an seinen Trieben gepackt wird. Er darf nicht essen, er darf auch nicht trinken, außer es überfordert ihn, denn Ramadan fordert heraus, aber überfordert nicht. Das wissen wir. Er fordert heraus, aber er überfordert nicht. Der Mensch wird gepackt. Er darf nicht essen, er darf nicht trinken. Und der Ehemann darf nicht zu seiner Ehefrau. Die Ehefrau darf nicht zu ihrem Ehemann. Bis zu dieser Zeit. Und wir werden noch stärker gefordert und das brauchen wir auch. Und der Prophet versprach auch, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der an einem heißen Tag fastet für Allah Ta'ala, Allah wird ihm am Tag des Gerichts zu trinken geben. Subhanallah. Das heißt, wenn diese Hitze hart wird, ja, wir sind an der Grenze zur Überforderung. An der Grenze. Wir sind noch nicht überfordert.
dann denken wir an diesen Hadith. Allah wird diesem zu fasten geben, der an einem heißen Tag für ihn gefastet hat. Der nach vorne gegangen ist für Allah Ta'ala. Dafür, dass wir bessere Menschen werden. Dafür, dass wir Allah Ta'ala näher kommen. Und dieser Monat, den müssen wir planen. Jeder von uns sollte schon mal im Kalender schauen. Wann fängt der Ramadan an? Wir wollen auch nicht über dieses Thema Berechnung sprechen oder nicht Berechnung sprechen. Das haben wir auch die letzten Jahre geklärt. Ja? Wer ausführliche Informationen dazu haben will, ich habe dazu 50 Seiten zusammengetragen. Geht auf meine Homepage monayo.de, liest sich die 50 Seiten durch. Wer nicht überzeugt ist, gehört der anderen Meinung an. Khair inshallah, das Leben geht weiter. Ja? Aber auch der hat zu planen. Der muss dann halt ab dem ersten Tag, der für ihn gilt, planen. Wann sind die geraden Nächte, wann sind die ungeraden Nächte? Wann sind die letzten 10 Tage? Für welche Tage frage ich nach Urlaub auf der Arbeit? Und immer so weiter. Dass man diesen Monat plant. Dass man sich zusammen hinsetzt mit der Familie. Und plant, wie wollen wir diesen Monat verbringen? Weil oftmals ist dieser Monat leider nicht für das genutzt, wozu er eigentlich genutzt werden sollte. Manchmal kommen wir Allah Ta'ala näher in den 11 Monaten außerhalb des Ramadans als im Ramadan selbst. Ja, weil unsere Frauen, die Frauen des Hauses, sie verbringen den ganzen Tag damit, einzukaufen und irgendwelche Luxusgerichte vorzubereiten, die, subhanallah, ja, mehrere, ich bin schockiert, wenn ich höre, dass eine Frau 7-8 Stunden in der Küche ist. Wofür? Wofür? Und dass Muslime mehr im Ramadan essen, einige, als außerhalb des Ramadans essen. Und mehr schlafen, als sie außerhalb des Ramadans schlafen. Und dann was nimmt man dann mit? As-Sawm heißt Enthaltung. Das heißt nicht, dass man am Tag sich von der Arbeit enthält, um sich dann in der Nacht den Bauch vollzuschlagen mit den köstlichsten Speisen, die leider so viel an Zubereitung, an Zubereitungszeit kosten. Aber wie sollen wir da Allah Ta'ala näher kommen? Wie sollen wir da unseren Charakter gestärkt haben? Die Männer wie die Frauen in so einem solchen Moment. Das heißt, setzen wir uns hin und planen mit unserer Familie. Ja, wie können wir am meisten Zeit, gerade in dieser kurzen Nacht, liebe Geschwister, ja? Kocht einfache Speisen. Trefft euch bereits um 7 Uhr und redet, verbringt viel Zeit mit der Familie. Dann kommt der Adhan und dann nimmt man seine gute Suppe zu sich, ja, vielleicht noch ein, zwei Beilagen dazu. Alhamdulillah ist gestärkt, dann hat man noch genug Zeit zur Moschee zu kommen und die wertvollen Minuten im Gebet zu verbringen und dann zurückkehren. Aber nicht, dass man dann 3, 4, 5 Hauptgerichte hat und dann so lange isst, bis der Imam, assalamu alaikum wa rahmatullah, gesagt hat, kommt gut nach Hause und stört die Nachbarn nicht. Und in dem Moment hat er gesagt, Alhamdulillah. Was hat er davon gehabt? Dass man sowohl Familie unter einen Hut bringt, als auch die Moschee unter einen Hut bringt. Und wenn man dann auch in der Moschee ist, dass man dann keine Last für die Moschee ist, dass man seine ganzen Abfälle irgendwo liegen lässt, dass man die Nachbarn blockiert, dass die Polizei dann kommt, weil die Nachbarn anrufen, wir waren laut und wir blockieren Leute, die rausfahren müssen zu ihrer Nachtschicht. Dieses ganze Chaos. Wozu dieses ganze Chaos? Dieser Monat Ramadan, der muss wirklich geplant werden. So wie diejenigen, ja, die sich auf die Fußball-Weltmeisterschaften freuen und schon planen, wo gucken sie welches Spiel und schon einkaufen, großes Lager an Chips und diese ganzen Sachen. Ja? Wir müssen unsere Liebe zu Allah Ta'ala unter Beweis stellen und haben als Vorbild in Anführungsstrichen diejenigen, die das Weltliche besser planen als wir unsere geheiligten Zeiten. Und jetzt in den nächsten Tagen fängt die Diskussion wieder an, wegen der Berechnung oder Nichtberechnung. Subhanallah, und so fangen wir dann den Monat an. Khalas, du hast deine Meinung, Alhamdulillah, dann mach.
Aber nicht, dass man dann anfängt zu sagen, die sind falsch und die sind Katastrophen und die sind Jesus oder wo. So hat man den Ramadan dann angefangen. Indem man das Fleisch der Gelehrten gegessen hat und das Fleisch der Oma gegessen hat, das war dann die, damit hat man seine Mahlzeit zu sich genommen. Nein, wir wollen dieses ganze Gift soll ja aus uns raus, subhanallah. Wir wollen kein Gift zu uns nehmen im Ramadan. Es ist ein Monat der Entgiftung. Und wir wissen, es gibt einige Gelehrte, Al-Awza'i beispielsweise, ja, da war in einer Liga mit den vier großen Imamen der Rechtsfindung. Er hat gesagt, derjenige, der eine Sünde begangen hat, der muss den Tag nachholen. Das heißt, derjenige, der beispielsweise entschuldigt ist, ja, aufgrund dessen, dass er nicht essen oder trinken kann, Entschuldigung, dass er nicht fasten kann, der den Tag nachzuholen hat, aufgrund dessen, ist besser als derjenige, der gelogen hat und gefastet hat. Weil derjenige, der gelogen hat, den Tag auch noch nachholen muss. Subhanallah, aber aufgrund einer Sünde, nicht aufgrund einer Entschuldigung. Natürlich, das sind gewisse Meinungen, die der Mehrheitsmeinung und den starken Belegen auch widersprechen. Imam Ahmed hat darauf entgegnet, ja, dann hätte keiner hätte dann einen gültigen Fastentag. Wenn wirklich die Sünde das Fasten brechen würde, wer hätte schon einen gültigen Fastentag? Und noch mehrere andere Belege, stärkere rechtswissenschaftliche Natur, die dies widerlegen, aber das gibt uns alles ein Zeichen, wofür der Ramadan eigentlich da ist. Deine gesamten Gewohnheiten werden gebrochen. Deine Essensgewohnheiten, deine Trinkgewohnheiten, deine, wann du wach bist und wann du schläfrig bist. Und dann, was noch dazu kommt, dadurch, dass man halt häufig in die Moschee geht und dass die Familie auch häufiger zusammenkommt. All dies wird gebrochen, damit du deine Umstände verlässt, die dich zu der Person machen, die du, oder die dies beeinflussen, die dich beeinflussen. So wie derjenige, der 100 Menschen getötet hat, raus sollte aus seinen Umständen, so holt Allah Ta'ala uns Jahr für Jahr aus unseren Umständen heraus. Und wir haben die Möglichkeit, auch mit guter Gesellschaft viel Zeit zu verbringen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, mit denen man zusammensitzt, er sagte noch nicht mal Freunde, sondern diejenigen, mit denen man setzt sich mit ihm hin, die Gesellschaft, sie ist so wie ein Parfümhändler oder wie ein Schmied. Vom Parfümhändler kannst du eine Probe geschenkt bekommen und selbst wenn nicht, dadurch, dass du mit ihm Zeit verbracht hast, ja, du hast die Parfümflaschen angefasst, man hat sich begrüßt, umarmt, ja, etc. Man geht und der Duft von dieser Person, von diesem Laden, haftet einem noch an. Aber der Schmied, selbst wenn die Gefahr nicht eintrifft, dass das eigene Hemd Feuer fängt, weil man zu nah an seine Arbeitsstelle kam, selbst wenn das nicht passiert, du gehst raus und man riecht an dir, dass du bei einem Schmied gewesen bist. Und das sind Dinge, die wir im Ramadan sehr gut ändern können, liebe Geschwister. Weil Allah, er kürzt unsere Energie, die wir zur Verfügung haben. Ja? Wir haben weniger Energie. Und was macht man, wenn man sparen muss? Man guckt, wo setze ich das ein, was mir noch übrig bleibt. Und wo kürzt man dann die Dinge, die man nicht so richtig braucht. Wo man keinen großen Sinn drin sieht. Und so auch mit unserer Energie. Du bist schlapp. Du hast keine Lust auf Sprechen. Ja, dann verzichte auf deine Sünden, die du mit dem Mund begehst. Und das, was deine Energie übrig bleibt, ist nur für das Notwendigste. Genauso auch mit deiner körperlichen Energie. Du vermagst die Sünden zu lassen, weil du hast eh nicht so Lust darauf. Und du machst nur das, was du wirklich tun musst. Und dann suchst du schon mal aus. Und wir sollen auch das Mitgefühl im Ramadan erleben. Und auf Mitgefühl baut auch unsere helfende Hand auf. Manchmal kriegen wir mit, der oder die braucht Hilfe. Und wir wissen, wir können eigentlich helfen, aber die Initiative fehlt bei uns. Das auszusprechen, das Angebot zu machen,
das zu planen und das umzusetzen. Wir sind irgendwie gebremst und sagen, ach, Heide, inshallah, Heide, inshallah. Und so verschieben wir immer weiter. Aber wenn man mitfühlt, das bedeutet ja, dass wenn ich das Problem von ihm ändere und löse, ich mein Problem auch gelöst habe und mein Problem auch geändert habe. Und das erfahren wir in diesem Monat, wenn wir mitfühlen. Aber auch dieses Luxusmitgefühl haben. Oh, subhanallah, jetzt ist 2 Uhr, Sonne scheint ganz schön heiß runter, ich bin gerade auf dem Heimweg, es ist gerade echt hart, aber ich weiß, in wenigen Stunden, ja, kann ich bereits etwas essen und trinken. Aber trotzdem, wo soll uns dieses Mitgefühl hintragen, liebe Geschwister? Soll uns dorthin bringen, wo wir auch Verantwortung übernehmen. Wo wir bereit sind zu teilen. Wie viele von uns haben einen Dauerauftrag bei einer muslimischen Hilfsorganisation? Beispielsweise bei Muslime helfen oder bei Islamic Relief. Wo Monat für Monat halt automatisch abgebucht wird. Im Ramadan sollten wir diesen Dauerauftrag erhöhen. Du gibst 20 Euro, im Ramadan sollst du 30 oder 40 Euro geben. Weil der Prophet auch sallallahu alaihi wasallam im Monat Ramadan noch großzügiger war als sein größter Konkurrent. Hat er überhaupt Konkurrenz gehabt? Nein, hat keine Konkurrenz gehabt, noch nicht mal Mitbewerber. Aber wer ist dieser größte Konkurrent? Ja, er selbst. Er hat nur sich selbst übertroffen. Er war sowieso der großzügigste aller Menschen mit überliefert, aber im Ramadan hat er sich selbst übertroffen. Wenn du keinen Dauerauftrag hast, was machst du? Ja? Gehst zur Bank, wo du dein Girokonto hast, was du brauchst, um hier zu arbeiten. Legst irgendwas hin von Muslime helfen oder von Islamic Relief, sagst, da möchte ich regelmäßig was einzahlen. Oder du machst es selber online. Wir machen heutzutage alles online. Ja? Kriegen wir das auch selber hin, inshallah. Auf dass wir dieses Mitgefühl umsetzen können. Wir haben alle schlechte Angewohnheiten. Wir haben alle Charakterzüge, die uns das Leben schwer machen und das Leben unserer Mitmenschen auch schwer machen. Und diese sollten wir loswerden. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam zu Al-Qais, O Al-Qais, du hast 2 Wesenszüge, die Allah Ta'ala liebt. Sanftmut und Freundlichkeit. Und das sagte er auch in Anwesenheit von anderen. Und damit lobte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese beiden Wesenszüge, die vielleicht von anderen vernachlässigt werden. Und Al-Qais hat eine wunderbare Frage gestellt. Er sagte, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist dies etwas, was Allah mir mitgegeben hat? Oder habe ich das erworben? Und er sagte, dies sind Eigenschaften, die Allah Ta'ala dir mitgegeben hat. Und Al-Qais sagte, Alhamdulillah, Gott sei Dank, dass er mir Dinge mitgegeben hat, die er liebt. Aber ich sage euch was, die Worte von Al-Qais treffen nicht nur auf ihn selbst zu, sondern jeder einzelne von uns, liebe Geschwister, hat von Allah Ta'ala Wesenszüge mitgegeben bekommen, in seine Natur hinein, in seine Grundausstattung hinein, die Allah Ta'ala liebt. Damit man diese Wesenszüge auslebt, den anderen Mitmenschen zur Verfügung stellt, den Menschen dabei hilft und Allah Ta'ala zufrieden macht. Allah hat die Mittel zu seiner Zufriedenheit uns bereits in unseren Charakter mitgegeben. Ibn Qayyim hat aber gesagt, zusätzlich, das ist kein Aber-Aber, sondern ein Ergänzungs-Aber, aus diesem Hadith lernen wir jedoch auch, dass es Wesenszüge gibt, die man sich aneignen kann. Das ist nicht nur eine komplette Schicksalssache, das ist so meine Natur. Und er sagte, derjenige, der sich anstrengt, Wesenszüge anzueignen, der schafft dies bis zum Grad, dass es zu ihm selbst dazugehört. Dass er dies praktisch besitzt in seiner Persönlichkeit. Und das entnimmt man aus dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eines Tages viel ausgeteilt hat an Fragende von den Ansar. Sie kamen, oh Gesandter Allah, sie brauchen dies, sie brauchen jenes und er gab. Und sie fragten weiter und er gab. Und sie fragten weiter und er gab. Bis nichts mehr da war, was er vom Vermögen, was er
in Verantwortung weitergegeben hat, übrig geblieben ist. War nichts mehr da, was er geben konnte. In dem Moment hat er gesagt, oh ihr Menschen, ich gebe so lange, bis ich euch nichts mehr geben kann. Aber wer Keuschheit will, danach strebt, keusch zu sein, ein ehrenhaftes Leben zu führen, den macht Allah keusch und ehrenhaft. Und derjenige, der danach strebt, genügsam zu sein, das bedeutet, man braucht nicht viel. Allah macht ihn genügsam. Und derjenige, der danach strebt, geduldig zu sein, Allah macht ihn geduldig. Das heißt, das sind Wesenszüge, die man vielleicht nicht in sich selbst hat, aber wenn man danach strebt, Allah Ta'ala gibt dies einem. Und das sollte unser großer Plan sein. Wir alle sollten uns als Raupen betrachten. Ja? Kennt ihr diese hässlichen, also die Raupe ist nicht unbedingt etwas, was in einem das Gefühl von Schönheit weckt. Wir alle sind Raupen. Aber durch den Ramadan, wenn wir uns richtig anstrengen, können wir wunderschöne Schmetterlinge werden. Durch den Ramadan können wir wunderschöne Schmetterlinge werden. Und das, liebe Geschwister, plant mit euch unter Zuhilfenahme von Allah Ta'ala in euren Familien, in unseren Freundeskreisen, auf dass wir inshallah von diesem Monat das Maximale mitnehmen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass er bei den Menschen nicht auf ihr äußeres Erscheinungsbild schaut oder auf ihr Vermögen, sondern Allah Ta'ala schaut auf die Herzen der Menschen und ihre Taten. Ibn Taymiyyah, er kommentierte dies und er sagte, dass die Schönheit zweierlei ist. Die äußere Schönheit und die innere Schönheit. Die innere Schönheit besteht aus der Schönheit des Wissens, der Schönheit des Verstandes, der Schönheit der Herzensgüte, der Schönheit der Keuschheit, der Schönheit des Mutes. Und dass derjenige, der sich dadurch verschönert durch diese Eigenschaften, dass Allah diese Person sogar äußerlich schön macht. Und hat dies näher ausgeführt. Dass Allah jedem Menschen ein schöneres Äußeres gibt, wenn er an seinem Inneren arbeitet. Und dieser Monat, der uns aus der Welt rausholt, aus unseren Gewohnheiten rausholt, der ist dazu da, dass wir unser Inneres verbessern. Dass wir schönere Menschen werden. Im wahrhaftigen Sinne, liebe Geschwister. Nicht im äußeren Sinne. Inshallah werden wir alle diesen Monat gemeinsam verbringen. Wir werden viel Zeit in der Moschee verbringen, nachdem wir auch viel Zeit mit der Familie verbracht haben, nachdem wir unsere Verpflichtungen auch erfüllt haben, auf der Arbeit, in der Schule, im Rahmen des Studiums. Und dies soll ein Monat werden, wie wir im Leben noch nie erlebt haben. Und Allah Ta'ala, er vermag zu segnen, liebe Geschwister, dort, wo wir danach streben. Wir alle sollten danach streben, diesen Monat fastend und betend und Gutes tun zu verbringen. Unser Maximum aus uns herausholen, liebe Geschwister. Jeden Tag geben, als ob es unser letzter Tag wäre. Auf dass wir aus diesem Monat herauskommen, wie ein wunderschöner Schmetterling, der hineingegangen ist in ihn wie eine Raupe, liebe Geschwister. Allahumma Amin. Viel, was noch zu sagen wäre, aber inshallah wird sich das die nächsten Tage ergeben. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Mujib. Wir bitten dich mit all deinen Namen, die, die wir kennen, die wir nicht kennen, die wir kennenlernen müssen und die, die du bei dir im Verborgenen behalten hast. Bitte vergib uns, oh Allah. Bitte helfe uns 5-mal am Tag in der richtigen Zeit zu beten. Bitte lasse jeden Tag einen Tag sein, wo wir uns verbessern. Helfe uns von den großen Sünden Abstand zu halten, oh Allah. Helfe uns, unsere Blicke zu senken, unsere Gedanken reinzuhalten.
Verheirate, oh Allah, bitte die Unverheirateten unter uns und segne die Verheirateten und schütze unsere Kinder, oh Allah. Bitte beschütze unsere unterdrückten Geschwister weltweit und helfe uns, ihnen beizustehen gemäß unseren Möglichkeiten. Oh Allah, bitte heile die Kranken und tröste die Verzweifelten und lasse uns Werkzeug deiner sein, oh Allah, für diese ehrenhaften Dinge. Oh Allah, bitte lass uns niemanden mehr lieben in der Schöpfung als den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lass uns ihm folgen und seinen Prophetengefährten aus seiner Familie und aus denen, die ihn bezeugt hatten, oh Allah, als seinen Propheten, als seine letzten Gesandten. Oh Allah, bitte gib uns all dies, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir werden jetzt für die Aktivitäten der Moschee sammeln. Wir haben auch einige Vorbereitungen zu treffen, die eines größeren Portemonnaies bedürfen. Von daher spendet inshallah von dem, was Allah Ta'ala euch gleich gemacht hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er garantierte, dass durch die Spende das Vermögen nicht weniger wird. Und der Koran garantiert uns, dass Allah Ta'ala das Gespendete durch Besseres ersetzt und dass der Lebenssegen mit sich bringt. Ja, ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, wenn ihr Allahs Sache helft, dann wird er euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen.